Katharin Finken. Das Spiel von heute, ganz schnelle Führung, 1-2 zur Halbzeit und dann wirklich Leverkusen, eine Kampfmannschaft, die den 3-2 über den Ziel holt. Wie hast du es gesehen? Ja, ähnlich. Also ich glaube, wir waren von Anfang an aggressiv am Gegner, was wir uns auch vorgenommen haben, haben wir gut gemacht. Wir kriegen dann unglücklich ein Standard-Gegentor, was wir auf jeden Fall eigentlich vermeiden wollten, aber gehen dann sehr gestärkt aus der Halbzeit, kommen wir raus und sind da wirklich am Drücker und machen dann meiner Meinung nach verdient auch das, den Ausgleich und dann letztendlich auch den Führungstreffer. Was mich aufgefallen ist, nach dem verschossenen Elfmeter von Frankfurt, habt ihr eigentlich den Mut herausgeholt und das Spiel gekippt? Ja, ich glaube, da war für uns alle nochmal so ein Wachrüttler. Da wussten wir, okay, hier ist was drin, es ist nur das 2-1 und da wollten alle Mädels einen Sieg, nicht nur einen Unentschieden, sondern auch einen Sieg rausholen. Nun geht es für ganz viele Spielerinnen nach die Nacho. Ihr habt ja auch viele Nationalspielerinnen. Danach gibt es Spiele gegen Bremen, Essen und Meppen. Eigentlich könnt ihr da ganz klar 9 Punkte holen. Genau, das ist auch unsere Zielsetzung und wir versuchen in jedes Spiel reinzugehen, um das zu gewinnen und das Bestmögliche rauszuholen und da anzuknüpfen an der Leistung, die wir momentan auf den Platz bringen, die konstant auch auf den Platz bringen zu können. Ich glaube, das ist der nächste Entwicklungsschritt, den wir nehmen müssen und auch möchten und ganz klare Zielsetzung, dass wir da auch Punkte einfahren. Letzte Frage, mit all die Nationalspielerinnen, trainiert ihr die 2 Wochen dann anders oder weniger oder mehr? Nee, überhaupt nicht. Also für uns, die nicht zur Nazio fahren, ist ganz normales Training. Das stattfindet auf ganz normalen Intensität, um die Intensität auch hochzuhalten. Klar ist da auch mal ein freies Wochenende dabei, um auch mal mental Abstand vom Ganzen zu gewinnen und da ein bisschen abzuschalten von allem. Aber die Intensität wird dann spätestens in der 2. Woche wieder hochgefahren, damit für den Spieltag alle wieder bei 100% sind. Okay, genieße diesen Sieg und noch ein gutes Wochenende.